Am Mittwochvormittag musste die Liebenscheider Straße zwischen Oberdresselndorf und Liebenscheid nach einem Lkw-Unfall voll gesperrt werden. Nach Angaben der vor Ort anwesenden Polizeibeamten der Wache Wilnsdorf befuhr ein 48-jähriger Fahrer eines Sattelzuges die L730 in Fahrtrichtung Oberdresselndorf. In einer Linkskurve verlor er, nachdem er auf den Grünstreifen der Gegenfahrspur geraten war, die Kontrolle über den 35 Tonnen schweren Lkw. Der Auflieger stellte sich quer und drückte die Zugmaschine gegen die rechte Schutzplanke. Der Fahrer wurde von einem herbeigerufenen Notarzt vorsorglich untersucht, war aber unverletzt. Während der Bergungsarbeiten des Sattelzuges musste die L730 für mehrere Stunden voll gesperrt werden.